Also dann, schönen guten Abend. Ich bin Andi vom Entropia. Ich freue mich, dass doch ein paar Leute gekommen sind, obwohl ich es total verpennt habe, eine Beschreibung für diesen Vortrag ins Wiki zu stellen. Die Sache mit dem Video kommt von irgendeinem Troll, der es witzig fand. Es werden hier keine witzigen YouTube-Videos von Enten gezeigt. Es tut mir herzlich leid, es wäre wahrscheinlich auch ein hübscher Vortrag gewesen. Dafür jemand das Internet manipuliert. Genau. Dafür da machen wir Internetmanipulation für Dummies. Das Akronym expandiert zu Entropia Network Truth Enhancement. Das ist ein wunderschönes, wunderschöne Beschönigung dessen, was wir eigentlich tun. Das ist nämlich Folgendes. Alle wissen, das Netz wird manipuliert. Das Netz, so wie wir es sehen, ist wahrscheinlich nicht genau das, was auf der anderen Seite losgeschickt wurde. Ob es jetzt einfach irgendwie stur gefiltert wird, Seiten weg, Punkt. Oder ob tatsächlich irgendwie leicht subtilere Sachen damit passieren, weiß niemand. Ach, lauf doch durch die Kamera durch. Weiß niemand. Insbesondere, wenn irgendwie nur subtile Sachen passieren, wie sollen wir es merken? Die Gefahr ist irgendwie ziemlich abstrakt. Wie sollen wir es merken? Und die meisten Leute denken auch, ach, das betrifft mich doch nicht. Und meine Güte, da brauchen wir jetzt bestimmt hier die große Technologie, Rocket Science, Hardware für 100.000 Euro von großen Netzwerkherstellern. Nein. Was wir mit diesem Projekt klar machen wollen, ist, Manipulation ist möglich. Manipulation geschieht wahrscheinlich sogar auch in der Tat. Manipulation ist ziemlich mächtig. Wir können viel machen. Und vor allem, Manipulation ist extrem einfach. Jeder kann das machen. Jeder, der programmieren kann, kann das machen. Man braucht dafür nicht irgendwie die tollen Hacker-Skills. Es geht wirklich ohne große Kompliziertheit. Now for something completely different. Ich möchte euch ein total langweiliges Protokoll vorstellen. Nennt sich ICAP, das Internet Content Adaptation Protocol. Das war ursprünglich dafür gedacht, dass wir hier zum Beispiel einen Webserver haben und wir haben da noch Inhalte, die diesen Webserver nicht im Kern, nicht primär betreffen. Das klassische Beispiel dafür wäre, wir wollen irgendwie mal ein bisschen Werbung zeigen für unsere Besucher oder wir wollen hier irgendwie noch einen News-Ticker draufsetzen oder sowas. Alles das, womit sich der Webserver nicht im Kern beschäftigen soll, kann man auslagern an einen ICAP-Server. Der User selbst spricht dann nur mit einem Proxy. Squid macht sich da zum Beispiel sehr gut, der kann das. Und wenn dann eine Antwort vom eigentlichen Hauptwebserver zurückkommt, wird die dann nochmal so durch diesen ICAP-Server sozusagen durchgeschleift und der kann noch so ein paar Dinge tun. Er kann vielleicht Header anpassen oder er kann, wie ich sagte, Werbung oder News-Ticker einblenden. Dafür war das eigentlich gedacht. Jetzt machen wir eine kleine, aber bedeutsame Änderung an der ganzen Sache. Also ich nehme mal an, alle haben erkannt, die Wolke steht für das Internet. Holen wir mal den Proxy auf die andere Seite der Wolke. Was haben wir denn jetzt? Jetzt spricht also dieser Client auf jeden Fall mit dem Proxy. Egal, was er im Internet tut. Also mit allen Webservern, mit denen wir so sprechen, von allen diesen Webservern kommt die Antwort erstmal durch den Proxy und erstmal durch diesen ICAP-Server, der da Werbung hinzufügen darf oder News-Ticker einblenden oder Header verändern oder auch tatsächlich ernsthaft Manipulationen durchführen. Gut, ich meine, wir können es den Leuten irgendwie nicht verkaufen, dass sie zwanghaft über einen Proxy surfen müssen. Machen wir den doch ein bisschen transparent, so transparent wie es eben geht. Ich weiß, es ist alles nicht perfekt, aber gut. Also, Situation ist die, wir haben jetzt einen transparenten Proxy. Für den Client sieht es so aus, als wäre nichts geschehen. Aber trotz allem wird jede Antwort wird, sofern es erwünscht ist, durch diesen ICAP-Server durchgeleitet. Wie passiert das jetzt genau? Will ich vielleicht noch ein paar Sachen zu sagen? Also das ICAP ist ein relativ einfaches Protokoll, fast schon menschenlesbar, im Prinzip genauso aufgebaut wie HTTP. Und der
Proxy sagt einfach dem ICAP-Server hier, ich habe da gerade eine Verbindung von dieser IP, sie möchte dies und jenes sehen. Hast du Interesse, das zu modifizieren? Kann der Proxy Nein sagen, dann geht alles so weiter, wie es ist. Oder der Proxy kann Ja sagen. In dem Fall unterbricht der Proxy die Verbindung zum Client, also sendet keine Daten wieder direkt zurück an den Client, sondern wird erstmal den ganzen Inhalt, der gerade dort aufgelaufen ist, durch den ICAP-Server schleusen. Der ICAP-Server darf beliebige Änderungen durchführen, also der ICAP-Server gibt nochmal den ganzen Inhalt mit seinen Änderungen wieder zurück. Das heißt, da ist wirklich Beliebiges möglich. Ich könnte mir es zum Beispiel denken, dass die Seite komplett ersetzt wird durch meinetwegen ein zufällig gewähltes Verkehrsschild. Einfach nur, um da mal irgendwie ein bisschen Heiterkeit ins Internet zu bringen. Genau, und wie gesagt, am anderen Ende stehen dann natürlich irgendwie kleine subtile Manipulationen, dass die unerwünschte Nachricht vom überwältigend großen Wahlerfolg der Oppositionspartei in der Diktatur nebenan mal nicht ganz oben auf dem Ticker erscheint. Es ist alles denkbar, es gibt natürlich für nichts Beweise. Und ich glaube, also, meine Güte, ob es nun jeder macht, wohl kaum, nein. Aber gut, ich hoffe mal, die technische Seite ist euch ein bisschen klarer geworden. Dann, warum machen wir sowas? Ich meine, das ist jetzt Technologie, da will man eigentlich nichts mit zu tun haben, die will man auch definitiv nicht einsetzen, schon gar nicht hier so in Produktivumgebungen. Also, warum beschäftigen wir uns damit? Wir sollten doch da eigentlich so weitestmöglich die Finger von lassen. Ja, wir sollten da die Finger von lassen, wenn es darum geht, das tatsächlich ernsthaft einzusetzen, aber wir haben damit schon so irgendwie das Ziel, eben da Dokumentation zu machen. Insbesondere der Punkt, einfach. Bei diesem Projekt haben wir uns mal das Ziel gesetzt, wir haben ein paar Entropianer genommen, ein paar davon sind auch noch hier, ich freue mich, ein paar Entropianer genommen, ein einziges Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, und fertig. Das heißt, an einem Wochenende haben wir hier mit 4, 5 Leuten, wir sind mal nach Köln gefahren, schöne Grüße dorthin. Bin ich das? Tut mir leid. Halt die Klappe. Ja, ich bin leider auch Troll, insofern. Ja. Genau, wir sind da mal ein Wochenende nach Köln gefahren und haben das tatsächlich an einem Wochenende implementiert. Das heißt, es ist überhaupt kein Hexenwerk. Das geht wirklich in 0, nichts. Und wenn wir das in einem Wochenende hinkriegen, frage ich mich dann, was Leute, die das beruflich machen, irgendwie so in 10-Mann-Jahren vielleicht mal zustande bringen. Ja, es hat funktioniert. Und ja, ich wollte nochmal diesen Satz aufschreiben, den ich eben in meiner Zusammenfassung hatte. Es ist tatsächlich ganz, ganz einfach. Ja. So sieht das Projekt aus. Ich kann mal das kurz umreißen. Es ist in ganzen 600 Zeilen Python geschrieben. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Also, ich glaube, die meisten Projekte sind irgendwie größer. Da geht es dann eher in Tausende. Jo, Architektur ganz kurz. Wir haben also so einen Server, der den ganzen langweiligen Netzwerkkram erledigt und schaut, dass auch tatsächlich immer die richtigen Arten von Newlines gesendet werden und dass nicht irgendwie ein Bit zu viel vom Socket gelesen wird. Alles das ist mal in diesem Server abgehandelt. Und dann haben wir sogenannte Skripte, die jeweils irgendwie so eine kleine, sagen wir mal, Demo machen von dem, was mit so Manipulation tatsächlich möglich ist. Genau, wo wir gerade bei Demo sind, kann ich jetzt mal, hallo, na, Maus hierher. Kleinen Moment bitte. So. Da haben wir mal einen Browser. Ich habe das jetzt nicht mit transparenten Proxy, aber funktioniert auch. Sofern ich noch WLAN habe, habe ich nicht. Komm, komm.
So, wenn jetzt natürlich das Netz zusammengebrochen ist, dann sieht es schlecht aus. Hier fällt ein Kabel raus, probiere ich das mal. Jawohl, danke schön. Genau, also ja, das werden wir auf den Aufzeichnungen rausschneiden. Beispielsweise nichts ahnend, tippe ich doch mal das ein. Ups, Überraschung. Ja. Genau, was ist hier passiert? Das ist überhaupt, ne? Da ist irgendwie überhaupt nichts Großartiges passiert. Da kann ich euch sogar mal den Code zeigen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir den ganzen Code nicht veröffentlichen. Wir wollen halt nicht, dass irgendwie Leute damit missbauen. Hier ist eine Zeile. Replace Google URL, Entwurf der URL, fertig. Also wirklich, ja? Das heißt, in dem Fall wird schlicht und ergreifend die Image-URL ersetzt. Wird schlicht und ergreifend diese URL ersetzt. Und, das heißt, die liefert nicht einfach ein geändertes Bild aus, sondern. Ja, genau. Ja, wir machen das aus Performance-Gründen. Also ein Bild ist normalerweise größer als so eine Website. Wir könnten natürlich, es ist überhaupt kein Problem, auch einfach zu gucken, wenn diese URL kommt, anderes Bild ausliefern, geht genauso gut, ist aber performance-technisch etwas schlechter, weil man halt die Mehrdaten ausliefern muss. Also durch den. Richtig. Ja, ja. Das war eine reine Sache von Faulheit und Effizienz. Genau sowas machen, nein, sowas machen wir nicht. Also, das ist ein Demonstrationsprojekt. Wir wollen damit auf keinen Fall irgendwie in die Gegend von ernsthaften Versuchen kommen, da wirklich Dinge kaputt zu machen. SSL gibt's nicht. Und es gibt auch keine irgendwie ganz seltsamen und bösen Ersetzungen von Content. Ich meine, das ist irgendwie ziemlich offensichtlich. Hier steht GPN, hallo. Nicht drauf bin ich bei der GPN. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da ernsthaft denkt, das wäre das Google-Logo. Ja. Ja. Genau. Für sowas brauchen also irgendwie durchschnittliche Programmierer, ich bin kein so guter Programmierer, ich habe auch mitgemacht, ein einziges Wochenende. Ja, bitte, mach das durch. Ja, also denkbar ist tatsächlich alles. Es ist so ein bisschen das Problem, die Website so zu bearbeiten, dass man nicht irgendwie die HTML-Syntax kaputt macht. Aber gut, das hat man dann auch mit der Zeit raus. Oder es gibt Libraries dafür, die man benutzen kann. Jo, bin ich schon wieder. Genau. Und dann hatten wir noch etwas. Ich weiß nicht, ob jemand so diese obskuren Ecken von HTTP kennt. Da brauchen wir mal ein. Irgendetwas. Es gibt diese hübsche Extension von HTTP, das Hypertext Coffee, nee, Hot Coffee Transfer Protocol oder sowas, wo es dann diesen Error Code gibt, I'm a Teapot. Ich liefere keinen Kaffee aus, mache Tee. Auch das haben wir mal so gebaut und ja, das ist schon hart an der Grenze von dem, was man tun sollte, weil ich kann das mal zeigen. Es ist also
für uns auch ziemlich unproblematisch. Wir sind in Emacs gelandet. Da, los, Emacs. Völlig unproblematisch auch mal zu sagen, okay, wir ändern jetzt mal den Status-Header. Wir gehen von 404 auf 418. Also von not found zu I'm a teapot. Wir hätten genauso gut von 200 okay auf 404 gehen können, dann wäre diese Seite weg gewesen. Machen wir natürlich nicht. Wir wollen irgendwie das Ganze nur als Demo-Projekt machen. Ich wiederhole das nochmal. Ja, ich habe hier so etwas den da, den erhobenen Zeigefinger, weil es nun mal wirklich irgendwie sehr grenzwertige Technologie ist. Okay, was habe ich denn noch? Ja. Okay, ich glaube, das waren irgendwie so die spektakulärsten, die hübschesten Sachen, die wir gemacht haben. Ich glaube, Das Google-Suchfeld, ja. Nein, Google ändert seine API bekanntlichermaßen alle 2 Wochen, deswegen haben wir leider nicht mehr die hübsche Sache, dass, wenn jemand bei Google sucht, sofort die Autocompletion GPN angeboten wird. Hat funktioniert und dann hat Google die API geändert. Das passiert irgendwie ständig. Ansonsten würde ich mal sagen, dass ich da noch offen für Fragen bin. Ich glaube, wenn sich jemand irgendwie mehr für das Thema interessiert, es gibt noch den Vortrag Internet Governance von Hannes, auch vom Entropia, der mal auf die politische Seite geht und wo das hier tatsächlich ernst wird, mehr oder weniger. Und wo sicherlich diskutiert werden wird, inwiefern sowas wünschenswert ist. Okay, die Antwort ist nein, ja. Ja, Frage? Genau. Ja, da haben wir zum Beispiel, haben wir ein gutes Beispiel. Die echte Welt. Ja, genau. Bilder runter skalieren in mobilen Netzen. 1A Beispiel, ja. Bitte? Mir ist nichts von absolut richtig großen Projekten bekannt, aber es gibt zum Beispiel Internetfilter auf kleinerer Basis, die dann irgendwie so, was weiß ich, für zu Hause oder in kleineren Netzwerken eingesetzt werden können, die dann sogenannte Kinderschutzfunktionen haben. Oder, ja, klar, aber das kurz. Ist ja jetzt nichts, was irgendwie vom Provider käme, sondern das ist irgendwas, was ich mir selber ja. aktiv. Ja. Ja. Uni hier in Deutschland, die ja logischerweise mal für irgendwie zwei, drei allen ihren Studenten die ganzen Wirtschaftszeiten der Zeit irgendwie sämtliche CDUs zu SPDs gemacht hat und Steuers zu Wegsteinen oder was der Geld. Projekten. Ja. Genau, da kann ich vielleicht auch noch von einem Projekt erzählen. Es gibt in Berlin Künstler, die das Ganze dann unter einem künstlerischen Gesichtspunkt betrachten. Die haben eine kleine Box entwickelt, von der Größe eines Steckernetzteils. Die steckt man in die Steckdose, dann ist die ein WLAN-Access-Point, sucht sich ein anderes WLAN, macht mit diesem ein paar Manipulationen und wirft es wieder frei als WLAN raus. Das heißt, da wird es dann noch ein Stück härter, da muss man nicht mal mehr irgendwelche Proxys haben, da steckt man das Ding rein, hat einen WLAN und dann ist das einfach der WLAN-Access-Point, der das tut an sich selbst. Okay, ansonsten, ich bin natürlich noch offen für Fragen, aber ich habe nichts mehr zu sagen geplant. Es ist jetzt hier 20 Minuten, ja. Wie bitte? Zeit für den YouTube-Channel oder Zeit fürs Programmierspiel. Das ist genau sehr zu empfehlen als weitere Beschäftigung für den Abend. Dann kann ich nur sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und tschüss.